Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Skyrim. So, wir sollen uns ja nach Flusswald wieder begeben. Ich habe jetzt auch die Musik mal wieder angestellt. Ja, ich habe jetzt die Musik mal wieder angemacht. Sonst erscheint es mir alles ein bisschen zu trocken und zu langweilig. Weiß nicht. Also, ich habe mehr Spaß am Spielen, als ihr einem zugucken sollt. Na, was Na, lass so. mich raten. Jemand hat euch eure Süßigkeit geklaut. Was ist bei dir kaputt? Ist es zu gut oder was? Ist lange nicht mehr aus. Gibt's gelächelt. Ja. So. Papa sagt, dass ich zu nett zu Fremden bin. Aber ihr scheint in Ordnung zu sein. Klar, mir fehlt ein Auge. Siehst du es nicht, oder was? Bin ich gleich sympathisch. Okay. Yes. Ich betreibe die Taverne. Es ist meine Aufgabe, Fremde im Blick zu behalten. Das Zimmer unter dem Dach. Nun, wir haben kein Zimmer unter dem Dach. Aber ihr könnt das Zimmer auf der linken Seite haben. Fühlt euch wie zu Hause. Okay, auf der linken Seite. Ihr also seid das Drachenblut, von dem ich schon so viel gehört habe. Ich glaube, ihr hattet das hier gesucht. Wir müssen reden. Folgt mir. Stört die mich beim Schäferstündchen mit Lydia? Was ist los? Los mit der Frau! Oh, rote Apfel. Schließ die Tür. Nun können wir reden. Ach, reden? Ich habe gedacht, jetzt kommt hier so. Ja, was man halt so mit so macht halt mit zwei Frauen. Ja. So, ich blätter mal langsam durch. Also Programmierer haben sich echt Mühe gemacht. Die ganzen Bücher dazu schreiben, also so Kurzgeschichten, das ist echt der Hammer. Da habe ich echt Respekt davor. Man muss ja dazu auch eine Idee haben. Jo, was geht? Die Graubärte scheinen zu glauben, dass ihr das Drachenblut seid. Ich hoffe, sie haben recht. Überrascht? Allmählich werde ich wohl ziemlich gut darin, die harmlose Tavernenbesitzerin zu spielen. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Die Spione der Talmor sind überall. Ihr solltet besser einen guten Grund dafür haben, mich hierher zu verschleppen. Ich bin nur wegen des Horns hier. Ja. Ich habe nicht aus einer bloßen Laune heraus all diese Mühen auf mich genommen. Ich musste sicher gehen, dass es sich nicht um eine Falle der Talmor handelte. Ich bin nicht euer Feind. Ich habe euch bereits das Horn gegeben. Ich versuche euch zu helfen. Ihr müsst mir einfach nur zuhören. Will die mich gerade verarschen? Warum bin ich wohl hierher gekommen? Wie ich in meiner Mitteilung erwähnte, habe ich gehört, dass ihr vielleicht ein Drachenblut seid. Ich gehöre zu einer Gruppe, die schon sehr lange nach euch sucht. Nun, nach jemandem wie euch. Das heißt, wenn ihr wirklich ein Drachenblut seid. Bevor ich euch mehr sage, muss ich sicherstellen, dass ich euch vertrauen kann. Ah, jetzt kommen wir langsam zur Sache.
Woher weiß ich, dass ich euch trauen kann? Warum habt ihr das Horn aus Ustens Grafen entwendet? Warum sucht ihr ein Drachenblut? Ihr habt gesagt, dass die Talmor hinter euch her sind. Ich muss euch nichts beweisen, ich bin ja fertig. Ja, wir sind sehr alte Feinde. Und wenn mein Verdacht stimmt, haben sie bei der Rückkehr der Drachen vielleicht ihre Finger im Spiel. Aber das ist jetzt unwichtig. Wichtig ist hingegen, dass ihr vielleicht ein Drachenblut seid. Vielleicht? Wenn ihr mir nicht vertraut, war es dumm von euch, überhaupt hierher zu kommen. Das ist ein gutes Argument. Ruhe da hinten, Lydia. Claudia. So. Wir erinnern uns an das, was bei den meisten in Vergessenheit geraten ist. Dass das Drachenblut der ultimative Drachentöter ist. Ihr seid die einzige Person, die einen Drachen dauerhaft töten kann, indem sie seine Seele in sich aufnimmt. Ja. Könnt ihr es tun? Könnt ihr die Seele eines Drachen in euch aufnehmen? Ja. Gut, und ihr werdet bald genug die Chance bekommen, es mir zu beweisen. Ich wusste es. Wenn die Graubärte euch für das Drachenblut hielten, würden sie euch schicken. Zumindest sind sie berechenbar. Als ihr hier auftauchtet, wusste ich, dass die Graubärte euch geschickt hatten. Und dass ihr kein Spitze der Talmor wart. Na, warum? Geht es nicht? Drachen kehren nicht einfach zurück. Sie kehren ins Leben zurück. In all den Jahren waren sie nicht einfach an einem anderen Ort. Sie waren tot, vor Jahrhunderten getötet von meinen Vorgängern. Nun geht irgendetwas vor sich, wodurch sie wieder zum Leben erweckt werden. Und ihr müsst mir helfen, das aufzuhalten. Ich weiß es eben. Ich habe ihre alten Grabhügel besucht und sie leer vorgefunden. Und ich habe herausbekommen, wo der nächste Drache ins Leben zurückkehren wird. Dort werden wir hingehen und ihr werdet diesen Drachen töten. Wenn es uns gelingt, sage ich euch alles, was ihr wissen wollt. Das solltet ihr wissen. Ihr habt die Karte für mich besorgt. Den Drachenstein, den ihr für Farengar besorgt habt. Wisst ihr noch? Ihr habt also tatsächlich aufgepasst. Ich habe veranlasst, dass Farengar den Drachenstein für mich besorgt. Das ist meine Aufgabe. Ich sorge hinter den Kulissen dafür, dass die Dinge geschehen. Ihr seid ja auch schließlich hier. Ja, Lydia, ich finde das auch sehr interessant. Eine Karte alter Drachengräber. Ich habe mir angesehen, welche jetzt leer sind. Das Muster ist recht eindeutig. Es scheint sich von Südosten her auszubreiten, angefangen beim Jiralgebirge in der Nähe von Rifton. Das bei Künishain ist das nächste, wenn das Muster stimmt. Tja, vor einigen Jahren habe ich einem Kollegen fast genau das gleiche gesagt. Wie sich herausstellte, hatte er recht und ich Unrecht. Künishain. Dort in der Nähe befindet sich ein altes Drachengrab. Wenn wir dorthin gelangen können, bevor es geschieht, finden wir vielleicht heraus, wie es aufzuhalten ist. Ich muss meine Reisekleidung anlegen. Gebt mir nur eine Minute, dann bin ich soweit. Oh. Das ist besser. Machen wir uns auf den Weg nach Künishain. Okay. Auf geht's, ein Drachen töten. Kurz für euch zur Info, war glaube ich im zweiten oder in der dritten Folge. Na, ich bin auf Reisen. Ihr übernehmt die Taverne, bis ich zurück bin.
Was kapiert oder was? Was ist das gerafft? Genau, wo war ich denn geblieben? Achso, zweite oder dritte Folge. War die gute Frau, wo wir den Drachenstein, also noch, fünfter. Jetzt bin ich verwirrt. Wir können zusammenreisen oder uns trennen und dort treffen. Ganz wie wo müssen wir überhaupt hin? Aber wisst ihr was? Überlegen. Da hin? Und laufen dann von hier aus? Ja, ich werde das so machen. Ich werde sie hier teleportieren. Folgendes. Und zwar in den Ölsturzgrab. Danach sind wir wieder nach Weißlauf, wo der Hofmagier stande. Und das war die gute Frau, die da mit den Herren diskutiert hat. Ich weiß jetzt leider nur nicht, in welcher Folge das war. Das sollte entweder vierte oder fünfte Folge noch gewesen sein. Also entweder noch die vierte Folge oder dann erst in der fünften Folge, wo wir dann nach dem Grab dann raus sind. Und wieder zurück nach Weißlauf. Ich habe immer noch diese FPS-Einbrüche. Warum? Wartet mal kurz. Ich fange jetzt nicht an mit Singen, nein. Tut mir leid, tut mir leid. So, es gibt Sieger. Da, die Lydia, die ist frischer und hat weniger Knochen. Nein!
Also ich muss bei der nächsten Folge auf jeden Fall nochmal gucken, wegen den Aufnahmen. Wegen den Aufnahmen muss ich definitiv nochmal gucken. Was? Hallo? Boah, da kommt da ein Bär raus, oder was? Alter! Also ich muss definitiv nachher nochmal gucken. Nach den Aufnahmen. Wir sehen uns. Jetzt nach der Aufnahme muss ich gleich mal gucken nach der FPS. Also ich habe so leichte FPS-Einbrüche bei dann können wir in Südrichtung nach Kühneshain abdrehen. Leichte FPS-Einbrüche bei OBS, was ich absolut nicht verstehen kann. Warum? Das Spiel an sich läuft mit 60 FPS. Mehr ging da nicht anscheinend. Obwohl es eigentlich auch mal hochspringt auf wer. Aber wie gesagt, ich habe zwischenzeitlich mal so, sagt's einfach mal ab. Wie jetzt zum Beispiel. Meine, nach dem Rendern sieht man das auch nicht mehr so. Gut, bei Mafia 3 fällt es ein bisschen mehr auf. Tut mir natürlich leid, weil da einfach die Grafikkarte. Ja, du wolltest doch hier stehen bleiben, Aussicht genießen. Was ist los mit dir, Vibe? Mal schauen, also OBS macht mir da in letzter Zeit ein bisschen Probleme. Naja, also. Ja, also. Im Spiel habe ich 60 FPS bei OBS. Also im Spiel 60 FPS und bei OBS hatte ich eben gerade 28. Also irgendwie stimmt da was nicht. Ich hoffe, ihr seid ein Drachenblut, wirklich. Aber das werden wir bald genug herausfinden. Wenn nicht, muss ich das nochmal umstellen. Hey, hier die Felle, nehmt sie mit. Was schweib. Vielleicht haut das auch nicht ganz so hin mit der Bitrate. Aber werde ich nochmal drüber schauen. Ich bin froh, dass ihr bereit wart, mir zu vertrauen. Ich weiß, dass es wahrscheinlich nicht die beste Art war, mich vorzustellen. Aber. Alte Gewohnheiten. Ihr wisst schon. Zeit für solch großen Mumpschitz. Kommt jetzt friedlich mit, dann müssen wir auch nicht grob werden. Bruder, ich glaube, sie spricht die Wahrheit. Ich gehe nirgendwo hin. Und nun zurück, bevor ich mich vergesse. Sie hat die Narbe nicht. Was? Oh, ihr habt recht. Wir haben einen Fehler gemacht. Ihr geht jetzt besser weiter, bevor ihr euch mit eurem Mundwerk noch Ärger einhandelt.
Wenn ihr das nächste Mal jemanden belästigt, vergewissert euch vorher, dass es die richtige Person ist. Haltet die Augen offen. Ja, wieder mal einmal die Rotwardonen. Das habe ich bis jetzt noch nie rausgefunden. Also so oft, wie ich das gespielt habe, wen die suchen, das wäre natürlich noch mal so eine Sache, die könnte man in Angriff nehmen. Nicht, dass ihr euch umbringen lasst, noch bevor wir dort ankommen. Oh. Mach keinen Stress. Ist nicht mehr weit. Kühnesheim liegt gleich die Straße hinunter im Südosten. Das ist schön. Wir haben hier auch gerade schönes Winterwetter. Aber ich bin auch so ein bisschen ein Fan vom Winter. Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß auch nicht, warum. Wir sollten in Bewegung bleiben. Aber ich weiß nicht, vom Schnee her, bei uns hier in der Ecke hier in Deutschland, hat das extrem nachgelassen. Also so viel schneit das auch nicht mehr. Was ich eigentlich richtig schade finde. Das ist Königshain. Besonders hübsch ist es nicht. Ja, jetzt nicht so wie hier, aber... Wartet! Da stimmt etwas nicht! Da solltet ihr nicht hochgehen! Ein Drache! Er greift an! Ich weiß nicht genau... Jetzt noch nicht. Er ist über die Stadt geflogen und auf dem alten Drachenhügel gelandet. Ich weiß nicht, was er dort oben macht, aber ich werde auch nicht darauf warten, es herauszufinden. Kommt, beeilt euch. Wir kommen vielleicht zu spät. Ey, ja. Wir kommen vielleicht zu spät. Ja. Nee, aber wo war ich stehen geblieben, wo ich so unfreundlich unterbrochen worden bin? Ah, da oben ist schon der Dach. Ich hätte gern besseres Wetter, ein bisschen mehr Sonne. Aber außerdem, wir haben 7 Uhr abends. Das können wir erstmal nicht zulassen. Wir machen erstmal. Also vor um 8 Uhr fange ich keinen Kampf an, ja, im Spiel. Das muss man sagen, also vor 8 Uhr morgens geht bei mir gar nichts. Um 7 Uhr abends schon erst recht nicht. Okay. Was ist denn hier? Ah, hier ist eine Mine. Langsam. Ich weiß nicht, was vor sich geht. Warten wir. Was ist schlimmer als ich? Sprache, nicht wahr? Welche Anmaßung, dass ihr euch einen Dova nennt. Salognir, Krita, Jor,
ihr das gehört? Wo ist er? Das ist ein Eistraucher. Ja! Das ist ja ernst? Komm, ich will eine Killcam. So, ein Stahlpfeil nehmen wir natürlich mit, das nehmen wir mit, 180 Gold, 5 Eisenpfeile auf jeden Fall. Hallo? Es stimmt, nicht wahr? Ihr seid wirklich ein Drachenblut. Ja? Ich schulde euch einige Antworten, nicht wahr? Nur zu. Was immer ihr wissen wollt, ich verheimliche euch nichts. Absolut gar nichts. Ich war ebenso überrascht wie ihr, diesen großen schwarzen Drachen hier vorzufinden. Wirklich? Wo? Interessant. Derselbe Drachen. Verdammt, wir stochern hier im Dunkeln. Wir müssen herausfinden, wer hinter all dem steckt. Ich bin eines der letzten Mitglieder der Klingen. Vor langer Zeit waren die Klingen Drachentöter. Und wir dienten dem Drachenblut, dem größten Drachentöter. Seit 200 Jahren, seit dem letzten Drachenblutkaiser, suchen die Klingen nach einer Aufgabe. Nun, da die Drachen zurückkehren, liegt unsere Aufgabe wieder klar vor uns. Wir müssen sie aufhalten. Genau. Heute kennt niemand mehr auch nur unseren Namen. Wir waren in ganz Tamriel als die Beschützer der Septimkaiser bekannt. Aber diese Zeiten sind schon lange vorbei. Seit 200 Jahren suchen wir nach dem nächsten Drachenblut, um es zu führen und zu schützen, wie wir es geschworen haben. Aber wir haben niemals eines gefunden. Bis heute. Zuerst müssen wir herausfinden, wer hinter den Drachen steckt. Die Talmoor sind unsere heißeste Spur. Wenn sie nicht selbst dahinter stecken, dann wissen sie zumindest, wer es tut. Die Fraktion, die den Altmeri-Bund beherrscht. Die, die während des großen Krieges vor 30 Jahren beinahe das Kaiserreich zerstört hätten. Es gibt keinen größeren Feind der Menschheit in Tamriel. Das Kaiserreich hat den letzten Krieg kaum überlebt. Die Talmoor haben nicht vor, den nächsten zu verlieren. Was denkt ihr, dass die Talmoor die Drachen zurückbringen? Nichts Handfestes, noch nicht.
aber mein Gefühl sagt mir, dass es niemand sonst sein kann. Das Kaiserreich hatte Ulfric schon gefasst. Der Krieg war praktisch vorüber. Dann greift ein Drachen an, Ulfric entkommt und schon geht der Krieg wieder los. Und nun greifen die Drachen überall und jeden an. Himmelsrand ist geschwächt. Das Kaiserreich ist geschwächt. Wer außer dem Talmor hätte sonst etwas davon? Die Fraktion, die den Altmeribund beherrscht. Die während des nee, das sollte eigentlich nicht sein. Es gibt keinen größeren Feind der Menschheit in Tamriel. Das Kaiserreich hat den letzten Krieg kaum überlebt. Die Talmor haben nicht vor, den nächsten zu verlieren. Vor dem großen Krieg unterstützten die Klingen das Kaiserreich gegen die Talmor. Unser Großmeister hielt sie für die größte Bedrohung für Tamriel. Damals stimmte es. Vielleicht stimmt es immer noch. Also bekämpften wir sie im Verborgenen in ganz Tamriel. Wir dachten, mit ihnen hätten wir leichtes Spiel. Wir haben uns geirrt. Wenn wir in die Botschaft der Talmor gelangen könnten, das ist das Zentrum ihrer operativen Tätigkeit in Himmelsrand. Nur leider ist das Gebäude stärker bewacht als der Geldbeutel eines Geizkragens. Die sind mir, was Paranoia angeht, um einiges voraus. Das weiß ich noch nicht. Ich habe ein paar Ideen, aber ich brauche Zeit, um alles zu organisieren. Treffen wir uns in Flusswald. Wenn ich bei eurem Eintreffen noch nicht zurück bin, wartet auf mich. Ich brauche sicher nicht lange. Behaltet den Himmel im Auge. Die Dinge können nur noch schlimmer werden. Okay. So. Armer Drache. Aber ich habe eigentlich gedacht, dass jetzt ein bisschen Rüstungswert noch kriege, aber schade. Okay, wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Macht's gut, ciao, ciao. Ich werde ein bisschen offscreen die Höhle abbauen. Oder beziehungsweise in die Mine reingehen, werde ich jetzt offscreen machen. Macht's erstmal gut. Ich wünsche euch einen schönen Mittag, Abend, Tag, wie ihr halt möchtet, wann ihr das Video schaut. Macht's gut. Ciao, ciao.